Für Harald Strutz hat der Kampf gerade erst begonnen. Er steht mit Mainz 05 im Zentrum eines Rechtsstreits, der die Fußballwelt verändern könnte. Nach dem Urteil im Fall Heinz Müller, dem ehemaligen Mainzer Keeper, sind befristete Verträge auch im Profifußball nur bis zu 2 Jahren gültig. Mögliche unbefristete Arbeitsverträge für Profisportler wären eine Revolution. Wir werden in die Berufung gehen, weil wir werden mit Sicherheit dieses Urteil nicht rechtskräftig werden lassen, gerade wegen seiner Bedeutung. Es ist eben, ja, wie ich immer so schön sage, und aus meiner Anwaltspraxis kenne ich das, bist du vor Gericht und auf hoher See, befindest du dich in Gottes Hand. Strutz stellte bereits klar, dass Heinz Müller auf keinen Fall in sein Arbeitsverhältnis bei den Mainzern zurückkehren werde. Zur Not würde dieser freigestellt. Der DFL-Vizepräsident warnt vor den Auswirkungen, die es für Vereine haben kann, wenn die Millionenverträge plötzlich unbefristet gelten. Für alle, also nicht nur für den Profifußball, letztendlich, wenn Sie so wollen, auch für den Amateurfußball, aber für den gesamten Profibereich. Ich glaube ganz einfach, dass das eine Entscheidung einer einzelnen Richterin ist beim Arbeitsgericht Mainz. Auf Unverständnis stößt das Urteil auch beim DFB. Ich wundere mich wirklich, was hochstudierte Juristen so an Entscheidungen herbeiführen in Abläufen, die sich über Jahre und Jahrzehnte bewährt haben, die Usus sind, die anerkannt sind, sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer. Also ich kann diese Entscheidung 0,0 nachvollziehen und gehe wie alle Vereinsvorsitzenden und unsere Juristen davon aus, dass diese Entscheidung auch korrigiert wird. Ähnlich optimistisch äußerten sich Verantwortliche allerdings auch 1995, als das Bosman-Urteil ablösefreie Wechsel nach Vertragsende erlaubte. Es ist eine Entscheidung, die man auch so nicht erwartet hat. Und jetzt muss man eben das Ganze auch juristisch aufziehen, in der Hoffnung, dass wir nicht in eine Dimension geraten wie damals das Bosman-Urteil. Eine Lösung könnten Tarifverträge für Profifußballer sein. Ein Vorschlag, den die Vereinigung der Vertragsfußballspieler der Liga schon vor einigen Jahren gemacht hat.